Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mr. Blindlife hier wieder mit einem neuen Video, mit einem neuen Vlog. Und bevor wir in den Vlog einsteigen, habe ich kurz was für euch. Wobei nicht wirklich für euch, sondern für Kevin HP. Kevin, du hattest mal kommentiert, ich blende das hier irgendwo ein, du wolltest mir gerne so wissen, wie dick meine Gläser sind, beziehungsweise du meintest, die wirken sehr dünn. Also schau sie dir mal an. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier wirklich so rüberkommt. So. Ich hatte dir schon geantwortet, aber ja, ich kann es eigentlich hier in einem Video nochmal sagen. Ich weiß nicht genau, wie viele Dioptrien das sind. Das ist auf jeden Fall nur das Gläser für die Ferne, für die Nähe nicht. Und oh, deswegen hoffe ich, dass du da was findest. Es gibt ja unterschiedliche Herstellerfirmen von Gläsern. Die einigen machen es dicker, die einigen dünner. Und dementsprechend variiert ja auch der Preis. Also Kevin AP, danke für deinen Kommentar. Zudem bin ich gerade dabei, ein neues Thumbnail zu erstellen und wer jetzt von euch sehen kann, wird sich wundern, denn das ist Keynote. Das ist kein spezielles Videobearbeitungsprogramm, Fotobearbeitungsprogramm, sondern Keynote. Und aktuell sieht es so aus, als würde ich jetzt oben Mr. Blindlife mit so einem orangenen Streifen haben und unten dann immer den Titel auch mit einem orangenen Streifen und in der Mitte dann ein jeweiliges Bild. Ehrlich gesagt unterhalte ich mich hier gerade in Ruhe mit euch, aber ehrlich gesagt habe ich nur noch knapp 20 Minuten Zeit, um loszugehen, denn heute muss ich zur Arbeit, ich habe ein bisschen was zu tun, also wird das heute ein ganz entspannter Vlog, aber heute Abend ist die Apple Keynote und ich sag nur ganz kurz was. AirPods, ich habe mir da was Nettes bestellt und das wollen wir uns natürlich dann im nächsten Vlog angucken, also naja, in dem Vlog ist schon gestern die Keynote gewesen, ich versuche diesen Vlog dann auch gleich am 18 Uhr am nächsten Tag hochzuladen, also ich muss kurz was fertig machen, dann gehen wir los, also bis gleich, draußen. Bevor wir losgehen, so sieht jetzt mein aktuelles Thumbnail aus für ja, meinen letzten Vlog, also unten haben wir den Titel, hier in der Mitte das Bild. Und oben auch so einen orangen Streifen wie unten. Und bei dem orangen Streifen, ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera sieht, haben wir hier einen Mr. Blindlife. Aber die obere Hälfte ist vor dem orangen Streifen und die untere Hälfte ist hier im Bild. Ich weiß nicht, ob das so perfekt aussieht. Wenn ihr da Vorschläge habt, wie ich so ein Thumbnail erstellen kann, beziehungsweise will so eine Einheit schaffen, dann schreibt mir doch mal bitte was in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja jemanden unter euch, der schon designmäßig jo, viel mehr Ahnung hat als ich, ne? Also, jetzt gehe ich aber wirklich raus. Ich bin fast zu spät. So, jetzt gehen wir mal zur Arbeit. Guck mal, jetzt scheint die Sonne. Eben war noch Regen. Du weißt echt gar nicht, wie du dich anziehen sollst. Und ja, mal sehen. Ein, zwei kleine Eindrücke. Von der Arbeit kriegt ihr nicht viel zu sehen, weil da läuft gerade ein Projekt und darüber kann ich hier nicht erzählen. Aber naja, das Apple-Event ist ja heute Abend auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns. Bei diesen Lichtverhältnissen zum Beispiel kann ich drüben die Ampel nicht erkennen. Wir haben Sonne, wir haben Wolken und einen LKW. Und deswegen sehr gut, dass hier die akustischen Signale vorhanden sind. Wobei, wenn es keine akustischen Ampeln gibt, wie macht ihr das dann mit der Straßenüberquerung? Also ich nutze die App Ampelpilot. Vertraut ihr dann eher dem Verkehr oder fragt ihr dann jemanden? Und wer von euch nutzt die App Ampelpilot eigentlich? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also ich nutze sie mittlerweile nicht mehr täglich, da ich aber jetzt auch in einer Gegend wohne, wo mehr akustische Ampeln sind. Solche Kreuzungen ohne Ampel sind am schlimmsten. Du musst einfach nur lauschen. Da kommt von links was, aber ich gehe rüber. Ja. Also ohne Ampel ist das Mist. Ich bevorzuge zwar immer Straßenüberquerungen mit einer Ampel oder einem Zebrastreifen, aber das da hinter mir war einfach so eine Kreuzung. So, ja, einspurige Straßen hin und zurück, wo es einfach keine Ampel gibt. Tja, und da musst du ja auch irgendwie rüber, oder? Und ich filme schon wieder gegen das Licht. Habe ich nichts dazu gelernt. Ich hab's eilig. Noch eine akustische Ampel. Nee, verdammt, ich sehe nicht. Ist rot oder grün? Ich sehe nichts. Okay, die Ampel hinter mir, die ihr gerade gesehen habt, da habe ich ehrlich gesagt gerade den anderen Fußgängern vertraut, dass es grün ist. War jetzt vielleicht nicht die beste Lösung, aber ich habe es eilig. Jetzt bin ich zu Hause angekommen, wieder mal ein krasser Schnitt hier in dem Vlog, aber das Apple-Event findet gerade statt und das Apple-Event schaue ich mir jetzt mal an und mal gucken, was sie dann interessanten Produkten zeigen. Ich berichte euch gleich kurz nach dem Event. Und das war's auch schon mit dem Apple-Event.
Ehrlich gesagt war das absolut langweilig. Es wurden so Apple News, Apple Arcade und so vorgestellt. Alles interessant. Das meiste aber nur für US. Und dementsprechend ja, bin ich fast eingeschlafen dabei. Aber wie dem auch sei, in diesem Vlog ist nicht viel passiert. Ich habe mir überlegt, noch irgendwie euch Ampelpilot die App zu zeigen, aber das mache ich dann wohl wahrscheinlich in einem der nächsten Vlogs. Und ich habe mittlerweile gesehen, 1602 Abonnenten, also muss ich euch auch die WC-Story erzählen. Mache ich morgen, okay? Morgen erzähle ich euch die WC-Story. Und jetzt haben wir noch hier was. Also hier ist es so ein Blaumacher Kaugummi. Ja, 200 Stück sind das. Ich habe 200 wohl gebracht. Doch, ne? Blaumacher. Soll ich jetzt essen? Ja, ess mal. Du wirst komisch sein. Ja. Nein, du musst warten, damit ist es aber weg. Ich nehme das mal. Jetzt will ich mal mich sehen, wie ich jetzt aussehe. Du musst hier den Zucker immer in den Mund halten und dann irgendwann schmeckt das, da kommt ein Kaugummi raus. So, hier habe ich auch noch eine Menge Paket. Lass das mal so auf den Tisch legen. Oh, das war. Okay. Andersrum. Guck mal, Leute, hierher. Ganz viel. Guck mal, hier sind sogar 200 drin. Hier steht es irgendwo. Jetzt habe ich endlich den Kaugummi bekommen. Endlich. Ich ein bisschen. Und hiermit wollen wir auch das Video beenden. Also Blaumacher. Ja. Bombenvampire. Genau. Und das war es dann auch mit diesem Vlog. Heute in diesem Vlog war wirklich nicht viel los. Aber so ist das alltägliche Leben. Manchmal passiert mehr, manchmal passiert weniger. Und dementsprechend kann ich euch manchmal viel mehr zeigen und manchmal wenig. Aber das ist ja so ein kleiner Test mit mehreren Vlogs. Ich verabschiede mich. Also, ich habe noch eine Sache zu sagen. Okay. Es gibt noch Blaumacher, die grün sind, die rot sind. Es gibt sogar bunte. Das wollte er sagen. Wir sehen uns. Die schmecken richtig sauer. Okay. Wir sehen uns im nächsten Video. Brücken bauen, Barrieren beseitigen. Mr. Blind Life hier. Und? Wer warst du nochmal? Mr. Blind Life Junior. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Ciao.